Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fandoms Pulse. Wir sind hier im Bürgerhaus von Dreieich und zwar zum Dreieichcon, einem großen Rollenspieltreff. Markus, was wird uns hier erwarten? Erwarten werden uns hier eine ganze Menge Spiele, hauptsächlich Tabletops mit vielen interessanten Figuren, Spielern und wir konnten Synchronsprecher interviewen. Ja, und eins dieser Interviews wird sogar von einem der Veranstalter geführt, von Christian Deana. Wir freuen uns drauf. Und Markus, dann würde ich sagen, was tun wir jetzt? Wir legen los. Joscha, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ich würde dich gerne kurz vorstellen. Du bist in deiner beruflichen Rolle hauptsächlich als Synchronsprecher bekannt und auch als Schauspieler, soweit ich weiß, in einigen Rollen. Ja. Ja. Ich habe sehr, sehr lange Theater gemacht, 25 Jahre lang am Stück. Und in der Zeit habe ich nach dem Studium ja in Berlin studiert, eigentlich kaum im Synchronbereich gearbeitet. Das hat sich erst ergeben, ich weiß gar nicht, über welche Schienen. Und ich hatte mich dann auch mehr und mehr über viele Dinge im Theater geärgert, obwohl ich gute Stationen hatte. Ich war in Bremen, ich war im Schauspielhaus in Hamburg und als Gast in verschiedenen Städten. Ich habe auch mal in Frankreich Theater gespielt. Und das, was mich immer am meisten eigentlich von Kindheit an fasziniert hat, ist die Sprache. Und die Sprache wird heute in den Sprachstudios mehr gepflegt als in den Theatern. Ja. Es gibt auch immer weniger Theaterschauspieler, die wirklich sprechen können. Und wir beschäftigen uns eben ja ausschließlich mit der Sprache. Und das macht mir große Freude. Insofern bin ich gar nicht traurig, dass ich weniger Theater mache, so gern ich das
gemacht habe und wohl auch wieder machen werde. Und schön ist es auch, unterwegs zu sein als Sprecher, weil das findet halt in den großen Städten statt. Ja. Hamburg, München, Düsseldorf. Und da werden wir halt manchmal gerufen. Und dann bin ich unterwegs und das mache ich sehr gerne. Ja. Viele kennen sicherlich deine Stimme. Weiß nicht, ob der eine oder andere sie dann automatisch wiedererkennt. Ich meine, als Synchronstimme hat man ja meistens nur seine Stimme und weniger das Gesicht, was populär ist. Wie ist das, wie hat sich das so entwickelt über die vielen Jahre, wo du diesen Beruf ausübst? Wie sich was entwickelt hat? Die Frage, ob man dich an der Stimme erkennt, ob die Leute dich ansprechen, ob sie das mit einer bestimmten Charakter in Verbindung bringen oder einem anderen Schauspieler. Ich denke, dass ich eine Stimme habe, die einen starken Wiedererkennungscharakter hat, weil ich eben diese tiefe Stimme habe. Und es gibt gar nicht so viele tiefe Stimmen dieser Art. Und insofern wird man natürlich mit der Hauptstimme von einem selbst auch meistens besetzt. Obwohl ich mich immer freue, wenn ich auch in Rollen sprechen darf, wo ich gar nicht in diese Tiefe gehen muss. Ich habe zum Beispiel lange Jahre den Onkel Dagobert gesprochen, würde man vielleicht gar nicht mehr vermuten bei meiner tiefen Stimme. Und wir sind ja Schauspieler und können unsere Stimme auch sehr verstellen und in verschiedenen Sprachebenen und uns äußern, im Zeichentrick zum Beispiel. Da ist es ja sehr oft, dass man dann in eine ganz andere Dimension kommt, nicht wahr? Oder so. Und das macht sehr viel Spaß, dass man nicht nur festgelegt ist, sondern dass man spielt dann wie auf einem Klavier auf der eigenen Stimme. Natürlich, je mehr Erfahrung man hat, umso besser kann man in den verschiedenen Stimmlagen dann sich auch äußern. Jetzt hat man natürlich auch viele Aufträge, die man einfach macht, weil es natürlich der Job ist. Ja. Aber es gibt sicherlich auch so ein paar Lieblingscharaktere, die man synchronisiert. Was waren deine Lieblingscharaktere? Gibt es welche, die man hervorheben kann? Ich kaum sagen, weil ich so viele unterschiedliche Dinge gemacht habe. Ich fühle mich immer besonders wohl in Rollen, wo man mit Gefühlen arbeitet, wo man sich annähert an die richtigen Gefühle. Und dann überträgt sich das auch auf den Zuhörer oder Zuschauer. Ich glaube, dass überhaupt die Gefühle das Geheimnis sind, warum wir Menschen aneinander interessiert sind. Und je näher man an seinen eigenen Gefühlen dran ist, umso größer ist die Chance, dass sich das auch überträgt. Ganz egal, ob das nun im Singen ist oder in der Sprache, im privaten Leben übrigens genauso. Der Mensch hat ganz feine Antennen, ob das, was der andere sagt, ehrlich ist, wahrhaftig ist. Und daran und dadurch entscheiden sich auch die menschlichen Beziehungen zueinander. Und das, was wir machen, wenn wir uns mit Rollen, mit anderen Menschen beschäftigen, ist ja auch nichts anderes, als mit Empathie sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Und der Transport und die Kommunikation zwischen Menschen, im Anfang war das Wort, ist das Wort. Und das ist etwas, warum mir dieser gesamte Sprachbereich sehr viel Freude macht. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich zum Beispiel an etwas, das war sicherlich nicht eine der bedeutendsten Elemente dieser Karriere, aber in den 80er Jahren Star Trek Next Generation, da gab es ja auch Synchronstimmen. Das waren zwei Charaktere, das ist wahrscheinlich, geht es im Gedächtnis unter, aber da ging es auch um eine sehr emotionale Sache, eine bedrohliche Situation. Bin ich in Star Trek dabei gewesen? Ja, genau. Tatsächlich. Aber das ist einfach das Thema Emotion, was da transportiert wird. Das waren außerirdische Charaktere, die hatten keinen großen Auftritt, aber es waren einfach Stimmen, oder die Stimme war etwas, was dort Transportmittel war. Ich weiß nicht mehr, dass ich in Star Trek dabei bin. Ich weiß, dass ich in dieser sehr erfolgreichen Serie, das ist lange her, allein gegen die Mafia, da war ich dabei. Ja.
Also meine Recherchen haben das zumindest so ergeben. Ja, ja, ihr wisst sowieso mehr über uns als wir. Und die Stimme ist mir wir. Durchaus auch noch bekannt gewesen. Ja, 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 auch ja. Wenn das war 1987. Ach, 87 war genau, das war 87. Da habe ich das in Berlin gemacht, ja. Ja, also ja. Ist natürlich schon lange her. Aber ja. Es gibt natürlich ganz viele ja, Charaktere, wo Emotionen transportiert werden. Und die Stimme ist da sehr, sehr wichtig. Ich bin selber Musiker, ich weiß, wie ich sehr Musik transportieren kann. Es ist dasselbe. Und das ist mit der Stimme. Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist genau. Der einzelne Ton. Ich will ein Beispiel geben. Wir machen ja auch Werbung dann und wann. Freuen uns immer natürlich auch, wenn wir einen Werbungsauftrag haben, weil das eben gut bezahlt ist, besser als Synchron. Ja gut, da hat jeder weiß das in einem Fernsehspot, egal ob Fernsehen oder Funk. Das sind unter Umständen nur 5-6 Worte. Und an diesen 5-6 Worten, das sind dann wirklich Vierteltöne, wird gearbeitet. Und ich meine, das ist sowas von toll, nicht wahr? Wie man ein einzelnes Wort in 20 verschiedene Variationen sprechen kann, bis man einverstanden ist mit der Regie und den Job gemacht hat, sagt, ja, das ist das, was wir wollten. Es gibt ja 100 Möglichkeiten. Ob ich nur sage, über einen Kaffee, der ist gut. Oder ob ich sage, der ist gut oder der ist gut. Das geht ja 100 Möglichkeiten. Und es ist, macht auch, ist auch witzig, die Arbeit miteinander, nicht wahr? Weil wir dann nicht nur das mit der Sprache spielen, was wir spielen sollen, sondern unsere kleinen Späßchen auch noch machen. Natürlich, ja. Das soll ja auch Freude machen. Ja. Und jemand, der schlecht gelaunt zu dieser Arbeit kommt, glaube ich, hat auch Schwierigkeiten. Es gibt, das ist etwas Wunderbares in dem Studiobereich, es gibt keine schlechte Laune. Die Gesamtstimmung, das ist überhaupt nicht übertrieben, ist derart positiv, so sympathisch und jeder hat natürlich auch Freude, einen Job zu haben. Nicht wahr? Wir gehen ganz, ganz prima und freundlich miteinander um und das ist gut für die Arbeit. Ja, und ich glaube, ich merke das auch, das kommt rüber, diese positive Stimmung, ja. Das überträgt sich. Mit Ärger ist das Ergebnis sowieso kacke. Man kann keine Qualität liefern, wenn man sich ärgert. Auch das gilt für alle Bereiche des Lebens. Glaube ich. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die du uns gegeben hast. Vielen Dank, Markus. Ja. Und euch für all das, was hier geschieht. Es ist immens eindrucksvoll, diese Veranstaltung. Ja, danke. Danke sehr. Viel Spaß, alles Gute. Ja. Danke. Vielen Dank und gute Heimreise. Und noch das Gleiche, alles Gute. Jawohl, tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Wir befinden uns nun an einem der zahlreichen Spieltische hier auf dem Con. Neben mir begrüße ich Marc Schroll, den Spielleiter der Black Forest Dragoons. Und Sie spielen hier Battletech. Genau. Können Sie uns erstmal etwas sagen über das Spiel selbst und wie lange spielen Sie das schon? Also das Spiel wurde entwickelt in den USA 1984, also ist auch schon über 30 Jahre. Und ich selber spiele jetzt seit fast 20 Jahren Battletech. Es ist ein Hex- und Rundenbasiertes Tabletop-Spiel. Und wir haben hier ein Szenario vorbereitet. Es geht hier ganz grob um die Operation Klondike. Das ist im frühen Sternenbund, als die Clans angefangen haben, die innere Sphäre zu erkunden. Und hier speziell ist eine Clan-Einheit der Höllenrösser unterwegs, eine Landungszone sich zu erobern, um den Nachschub auch zu platzieren. Und Einheiten aus der inneren Sphäre, die verteidigen hier. Und was fasziniert Sie so sehr an dem Spiel? Ich meine, Sie sind ja immer noch Spielleiter, das heißt, Sie haben auch viel Verantwortung, Sie leiten die Gruppe. Was packt Sie gerade so speziell an diesem Spiel? Also mir geht es in erster Linie, Kontakte zu knüpfen zu interessierten weiteren Spielern, die wir hier in der Szene haben. Leider sind die Zahlen immer etwas rückläufig, liegt aber daran, dass die Leute entweder in ihren Jobs sehr stark eingebunden sind oder auch Familie gründen. Die kommen dann erst dann wieder so in 10, 12 Jahren dann wieder zurück, so wie ich jetzt auch. Und mein Sohn, der ist jetzt 12 geworden dieses Jahr und spielt jetzt auch sein erstes Szenario hier so richtig mit und vor allem ist er das erste Mal hier in Dreieich. Aber warum ausgerechnet Battletech? Ich meine, es gibt ja zahlreiche andere Spiele. Ja, das kam so, als ich bei der Bundeswehr war als Zeitsoldat, hat man sich erst einmal irgendwie zum Feierabend mit irgendwelchen Dingen beschäftigt. Ist mir dann beigebracht worden durch einen Stubenkamerad. Und insgesamt so die Spieltechnik fand ich dann sehr interessant. Ist zwar aufwendig zum Lernen, aber es bringt einfach sehr viele strategische Momente mit sich. Ein bisschen Würfelglück gehört auch dazu. Und vor allem kann man einfach mit den Jungs einfach sehr viel und sehr gute Zeit verbringen. Können Sie jetzt dem Laien, der da nicht so drin steckt, mal ganz kurz in groben Zügen erklären, was das Spielprinzip ist und wie man sich das den Ablauf vorstellen muss? Also als Kernthema stehen eigentlich die Battle Mechs, das sind diese Kampfroboter hier im Zentrum. Um die dreht sich das alles, das sind dann so die Könige auf dem Schlachtfeld. Und wir haben jetzt einfach noch mit Infanterie und Fahrzeugen das gesamte Spiel noch ein bisschen erweitert. Einfach damit das Spiel nicht ganz so langweilig ist, nur mit Battlemechs. Also ich weiß, dass viele Spieler erstmal nur die Battlemechs kennenlernen, die Kampfroboter. Und so haben wir einfach noch jetzt nur mit Combined Arms noch ein bisschen was für die Zuschauer auch noch mitgeboten. Aber es geht schon mit Würfeln und dass jeder so verschiedene Züge dann machen kann. Genau, also auf den Datenbögen eines Kampfroboters oder überhaupt jeder Spieleinheit stehen bestimmte Bewegungsraten dann drin. Alles in Hexfeldern abgezählt. Und damit kann ich dann die Bewegung auch noch bestimmen. Gehe ich gehend oder bewege ich mich etwas schneller rennend? Manche Einheiten können auch springen. Und damit komme ich dann natürlich auch dann sehr schnell oder einfach dann in den Rücken des Gegners. Sehr schön. Jetzt habe ich vorhin, das würde mich nochmal interessieren, gesehen, da haben Sie mit einer Art Lasersystem oder so, haben Sie genau geschaut, wo stehen die Figuren, stehen die in einer Reihe? Was hat es damit auf sich? Der Laser ist eher eine Spielhilfe, wenn wir Gebäude oder andere Geländemerkmale, wie jetzt ein Wald zum Beispiel, auf dem Spielfeld haben. Damit ich dann ausrechnen kann, habe ich jetzt diesen Wald oder das Geländemerkmal in der Sichtlinie, dann treffe ich schwerer. Oder habe ich ein freies Schussfeld, dann treffe ich entsprechend einfacher. Wunderbar. Dann bedanke ich mich, Herr Schroll, für diese kurzen Einblicke. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß jetzt auf dem Con.
kommen, wenn hier ein Tor entsteht. Das heißt, wenn es weg ist, müsst ihr den Gefallen nicht machen. Hier ist Christian Deana vom Dreieichkon und wir sind heute gerade überredet worden für ein kleines Interview. Die Sarah und ich wussten das vorher auch nicht, dass wir das Interview machen werden, aber das freut uns sehr. An meiner Seite sah Kelly Hussein, Synchronsprecherin von Mass Effect Andromeda und ja, schön, dass du da bist, freue mich. Finde ich auch. Also es hat bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, wie das Interview läuft. Nein, Scherz. Na, da werden wir uns richtig Mühe geben, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Das ist, Sarah, das ist deine erste Convention. Über 1000 Fantastic-Fans, Science-Fiction, Fantasy, Mass-Effect-Fans, einige auch dabei. Wir haben jetzt einige Programmpunkte zusammen auf den Weg gebracht. Wie ist so dein erstes kleines Zwischenfazit? Also ich finde es sehr, sehr faszinierend, diese Welt. Du hast mich ja ein bisschen durch die Gefilde geführt. Mhm. Und da sind überall spielende Menschen an Tischen und die sich sehr viel Mühe geben mit allem, was sie da so dabei haben. Man sieht kleine Figuren, die haben total viel Spaß. Also und was ich total toll fand, was du erzählt hast, ist, dass es für viele Menschen ein toller Ausgleich ist zu ihrem Berufsleben, ne? Was ja oft mit Stress und so weiter verknüpft ist. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es eine tolle Welt ist, um mal abzutauchen und mal abzuschalten. Wie war es für dich heute in Erfahrung zu bringen, der erste Fankontakt, dass es Mass Effect-Spieler gibt, die deinen Charakter total cool finden, die, muss ich sagen, Sarah spielt Phoebe bei dem neuen Mass Effect Andromeda. Und überhaupt zu wissen, dass es Leute gibt, also zigtausende, hunderttausende von Spielern, die dieses Spiel spielen und die bei dieser Umfrage, die wir jetzt gemacht haben bei Mass Effect Germany, deinen Charakter total gefeiert haben. Also das ehrt einen natürlich sehr. Also dann weiß man, dass man, also die ganze Energie, die man dann investiert hat und die Stunden, dass sich das gelohnt hat. Es freut mich total, Menschen zu treffen, die das Spiel wirklich gespielt haben und sagen, hey, ich mag das total, deine Rolle. Und ja, also es ist mega faszinierend. Ich habe auch ein bisschen bei YouTube gestalkt, nachdem dann die Leute angefangen haben, Teile ihrer Spiele dort zu publizieren, um zu gucken, finden die mich jetzt alle scheiße oder ist es irgendwie nicht schlecht oder wie ist die Resonanz so? Und das ist total spannend, da mal zu gucken, wie die Reaktionen sind. Weil, genau, und heute ist ja das erste Mal, dass ich wirklich in Fleisch Fans getroffen habe. Also Fans, wie, ne? Einfach Leute, die das Spiel appreciaten. Und das hat mir total gut gefallen. Sind sehr nette Menschen gewesen. Wie haben dir denn unsere Cosplayer gefallen? Die Cosplayer, also man kennt das ja auch und man das beeindruckt mich auch total, dass jemand sich so viel Mühe gibt mit dem Kostüm. Ich habe mit einer Dame gesprochen. Das war sehr geil, weil sie das sieht sehr futuristisch aus von außen, dieses Kostüm. Und sie hatte so eine Schale vorne und das ist auch Schaumstoff. Und dann meinte sie, ein Teil davon wäre aus einer Salatschüssel, was ich super finde, dass sozusagen dieses futuristische Kostüm, wo man erstmal denkt, wow, es ist so alienartig und toll, tatsächlich aus einer Salatschüssel bestand. Also ich habe höchsten Respekt davor, dass die Leute so viel Zeit und Liebe in diese Kostüme investieren. Und ich persönlich verkleide mich auch sehr gerne. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr faszinierende Welt. Du sagst, du verkleidest dich gerne selber. Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Ja, also ich parodiere ja auch. Und ich habe zum Beispiel mich letztens als Marilyn Manson verkleidet, was sehr viel Spaß gemacht hat, weil man muss ja erstmal die Augenbrauen und so wegkriegen. Und dann habe ich mir Kontaktlinsen besorgt. Und ich finde das total toll, in so verschiedene Figuren zu schlüpfen, also auch mit Perücken und Kontaktlinsen, weil du komplett ein komplett anderer Mensch bist plötzlich und auch ganz anders wahrgenommen wirst. Ja. Jetzt eine ganz fiese Frage. Tut mir leid, ich entschuldige mich vorher. Könntest du dir vorstellen, wiederzukommen? Uff,
Sehr gerne. Der Kaffee ist gut. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich und aufgeschlossen. Ich glaube, ich werde wiederkommen. Wenn es denn so sein, sein wird, dass ich meine Stimme irgendeinem Spiel verleihe. Okay, ihr habt es gehört. Wir werden wieder versuchen, Sarah zu uns auf den Konto zu bekommen. Freuen uns sehr und müssen sagen, du warst wirklich bist natürlich immer noch eine sehr sympathischer Gast. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung. Vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich begrüße nun Thomas Lautenschläger, der hier die Turniertische für Demon World betreut. Demon World, ein weiteres Tabletop, ein Begriff, den du mir vorhin bereits sehr gut erklärt hast. Erzähl doch nur mal kurz unseren Zuschauern, was ein Tabletop überhaupt ist in der Rollenspielszene. Ja, ein Tabletop ist ein Spiel, in dem zwei Parteien sich gegenüber sitzen und versuchen, Krieg gegeneinander zu spielen. Das erste Tabletop, was ich eigentlich sagen könnte, ist Schach. Da haben sich die Könige auch überlegt, dass sie nicht ihre Heere gegeneinander schicken, sondern sich am Tisch gegenüber begegnen und Kriege quasi auf dem Tisch austragen. Schach ist natürlich ein Begriff. Die Weiterentwicklung davon ist eigentlich Tabletop. Man fängt an, sich über die einzelnen Figuren Gedanken zu machen. Man hat also Armeen aufgestellt, Bogenschützen, Speerträger, große Monster wie Drachen und hat für diese einzelnen Elemente Regeln sich ausgedacht, wie man im Kampf dann sich begegnen kann. Bewegungsregeln, Zauberregeln, Nahkampfregeln, Fernkampfregeln. Und so sind die verschiedenen Tabletops entstanden. Es gibt dann verschiedene Systeme davon. Ich weiß nicht, 20.000, 30.000, keine Ahnung wie viele. Jedes System ist ein bisschen anders. Es gibt zwei, drei grundlegende Sachen dazu. Es gibt Tabletops mit Feldern, wie wir zum Beispiel in Demon World oder Battletech, was du angesprochen hast. Und es gibt Tabletops ohne Felder. Das heißt, man hat ein Maßband und entscheidet, wie die Figuren bewegen. Ne? Bei den Feldern kann man sagen, okay, 4 Felder Reichweite, dann kann man ausrechnen, wie weit dieses Element gehen kann oder weit das Element schießen kann. Bei den Tabletops ohne Felder muss man mit einem Maßband sich behelfen, wie weit man sich bewegen kann oder wie weit man schießen kann. Der Vorteil bei den Tabletop-Systemen ohne Felder ist, dass man halt sehr schön Landschaft nachbauen kann. Man baut Häuser, Wälle, tatsächlich Wälder, Landschaft mit Flüssen, die in das Spielgeschehen eingreifen. Das heißt, man sieht auch plastisch, wie so ein Schlachtfeld aussehen kann. Bei den Tabletops mit Feldern ist es oftmals so, dass man es halt schlecht darstellen kann. Sechseckfelder bei Battletech oder bei uns bei Demon World auch. Das heißt, die Spielsysteme sind meistens, oder die Spielfelder sind meistens flach aufgebaut. Man zeichnet nur die entsprechenden Landschaften auf. Das ist der grobe Unterschied. Nun hast du dich ja speziell Demon World verschrieben. Kann man ja wohl sagen, was fasziniert dich speziell an diesem Spiel? Ja, ich war noch nicht ganz zu Ende mit dem Thema, was noch zum Tabletop zu sagen ist. Es gibt halt von der Größe auch gewisse Unterschiede. Also es gibt Tabletops, die mit 7 bis 10 Figuren gegeneinander Krieg führen. Es gibt Tabletops, historische Tabletops, da spielen Schlachten gegeneinander, da spielt man mit 40.000, 50.000 Figuren. Waterloo kann man nachbauen mit Tabletop und man spielt über mehrere Wochen teilweise, um sowas auszufechten. Demon World ist dazwischen, das heißt, man hat relativ große Armeen, viele Figuren. Ein Spiel dauert bei uns 3 bis 4 Stunden ungefähr. Die kleineren Systeme machen eine halbe Stunde, eine Stunde so eine Runde, wir machen fast 4 Stunden. Was mich fasziniert ist einfach, dass man, ich liebe Felder, dass ich genau kalkulieren kann, wie ich mich bewegen muss dabei. Maßbänder ist nicht so ganz mein Ding. Wenn der Tisch ein bisschen wackelt, dann ist im halben Zentimeter halt mal die Einheit nicht getroffen. Das finde ich ein bisschen unschön. Ich finde also, es ist ein bisschen fairer, das System. Und was mich auch reizt ist, was mich fasziniert ist, dass die Regel sehr ausgegoren ist. Wir haben ein deutsches Spielsystem, existiert seit 1984. Der Hersteller war Hobby Products, ist leider bankrott gegangen. Aber Ralph Parter aus England hat es wieder aufgelegt. Und die Fangemeinde ist treu geblieben. Ja, man kennt sich seit mehreren Jahren schon. Wir sind auf der Dreieich seit fast 10 Jahren, jedes Jahr. Und wir haben klein angefangen mit 10 Spielern. Hochzeit nochmal 26. Und die Gemeinde ist treu geblieben. Also die meisten Leute kommen gerne hierher. Man trifft sich nach dem Spiel nochmal privat. Ja, es ist eine gute Freundschaft entstanden dabei. Woher kommen Sie genau?
Ich komme aus dem Taunus. Also wir fahren von hier 40 Kilometer zu meiner Heimat. Wir haben Leute aus Berlin. Wir haben letztes Jahr ein paar Schweizer dabei gehabt. Ein paar Oldenburger hier, Stuttgarter. Also man trifft sich hier zentral in Frankfurt. Wobei wir halt natürlich auch in Berlin oder in Stuttgart auch Turniere haben. Aber das zentrale Hauptturnier ist hier in Dreieich. Und wo Sie jetzt ansässig sind in Taunus, haben Sie da auch Leute, mit denen Sie regelmäßig spielen können? Es sind natürlich dann irgendwelche Spielgruppen, weil alleine macht sowas natürlich keinen Spaß. Gut, man wird älter, man hat inzwischen eine Familie und Kinder. Das heißt, das Hobby leidet darüber natürlich ein bisschen. Aber man versucht sich dort im Jahr zwei, dreimal zu treffen, damit man halt außerhalb von Turnieren auch miteinander spielen kann. Bei uns hier in Frankfurt haben wir eine Gemeinde von Team World, 5-6 Spieler, mehr ist es gar nicht. Weil letztendlich das ein sehr kleines Spielsystem ist. Es gibt halt größere Spielsysteme, Warhammer wird wahrscheinlich jeder kennen in der Szene. Das ist weltweites Tabletop, da werden amerikanische, europäische Meisterschaften, Weltmeisterschaften ausgetragen. Da findet man überall einen Spieler. Team World ist ein bisschen schwieriger, ist auch ein schwierigeres Spielsystem mit sehr vielen Regeln. Grundregelwerk 120 Seiten, so ein Volk auch nur 120 Seiten, davon 10 Völker, das lesen sie erstmal. Und dann kann man auf so einem Thema starten, ein bisschen komplizierter. Ist man sicher eine Weile beschäftigt, das ist genau. Wahr. Woher kommt die Leidenschaft? Wie bist du an dieses Spielprinzip herangekommen? Hast du angefangen Schach zu spielen und irgendwann war es nicht mehr genug? Oder wie hat das funktioniert? Genau in die Richtung ging es eigentlich. Also ich war immer schon Brettspieler gewesen. Hab da auch schon Strategiespiele geliebt. Ja? Also wie kann ich mich positionieren, mein Spiel zu gewinnen? Glücksbasierte Spiele ist eigentlich kein Tabletop-Freund. Also die meisten Leute wollen gerne durch Taktik, durch taktische Überlegenheit, durch kluges Denken ein Spiel gewinnen. Und sehr viele Brettspiele haben einen sehr großen Zufallsfaktor. Ne? Würfelst du 1 bis 6 und was kommt, ist halt entscheidend. Bei den Tabletops ist es oft der Fall, dass man durch taktische Positionierung der Figuren sich Vorteile verschaffen kann. Aus dem Rücken angreifen zum Beispiel schlägt ein Element meistens besser zu als von vorne bei einer gegnerischen Figur. Das heißt, durch die entsprechende Positionierung der Figuren auf dem Feld kann man sich taktische Vorteile verschaffen. Das geht bei fast keinem Spiel so wie bei Tabletops. Genau, und das fasziniert mich. Und Schach habe ich auch gespielt, früher mal, ja, lange her. Genau. Also Tabletops sind toll, sage ich mal, ist die Aussage. Und Demon World ist das Beste davon. Für mich natürlich, ne? Aber das ist nur meine Meinung. Was man feststellt, ist, dass die jüngeren Spieler, also jemand, der neu zum Tabletop kommt, sehr oft so Warhammer spielt, weil es einfach sehr publik ist, weil es einfache Regeln hat, persönlich subjektive Meinung, schnell zu spielen ist, nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja? Man merkt aber, dass die älteren Spieler, die halt wirklich schon 40, 50 sind, doch eher in diese historischen Tabletops mit großen Schlachten gehen. Und da finden sich Liebhaber wirklich von solchen Demon World, weil es ein komplexes Spielsystem ist mit sehr, sehr vielen Figuren. Und ich nehme mir an, dass sie noch ein paar Figuren mal aufnehmen werden. Ist auch sehr deutlich modellierte Figuren. Also es gibt auch sehr viele Systeme, wo man sich überlegen muss, wie man anmalt. Also die Demon World Figuren sind hochdetailliert. Von der kleinsten Gemme bis zum kleinsten Säckchen auf 15 mm gibt es eigentlich für mich keine besseren Figuren auf dem Markt. Also ich habe jetzt auch noch rausgehört, es gibt eine sehr hohe Streuung in der Altersstruktur. Ja. Von jung bis alt spielt das jeder gerne, also für den Nachwuchs ist gesorgt. Gut. Ja, genau. Also auch bei uns ist es so, man merkt, dass es gibt hier bei uns eine Clique aus Stuttgart. Da haben die beiden Brüder mal angefangen. Inzwischen haben die Sohn, eine Tochter spielt inzwischen mit. Die Tochter hat geheiratet, der Schwiegersohn spielt inzwischen auch mit. Man vermehrt sich halt selber, man schafft den eigenen Nachwuchs. Und wie gesagt, Spielsystem 84, viele haben da angefangen, als sie wirklich noch 16, 17, 18 waren. Die Leute sind über 40 inzwischen und spielen immer noch. Ne? Also ist sehr faszinierend, dieses Spielsystem. Das ist doch gut zu hören. Auf alle Fälle, es wird weitergehen. Ich bedanke mich vielmals für das Interview. Thomas Lautenschläger über Demon World. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.